Servus Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von der Rennfahrerkarriere. Sonntag in Oschersleben, das Rennen steht uns bevor. Und gestern im Qualifying ja auf Platz 7 gefahren, deswegen stehen wir jetzt so mittendrin im Feld. Mittendrin schon nur dabei. Und gucken natürlich, dass wir uns möglichst aus den Getümmeln am Anfang, gerade in der ersten Kurve, raushalten können. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, nachdem ich hoffentlich mein Auto nicht demoliert habe, nach dem Start wieder. Ich wünsche euch viel Spaß. Hier nochmal kurz die Startaufstellung. Vitoris vor Ekström, dann Fafus, Wittmann, Mortara, Rockenfeller, wir, der Werner hinter uns, dann Tom Bell, Wickens, Prio, Scheider, Albuquerque, Wehrlein, Molina, Tomczyk, Green, Spengler, Mary, Juncker, Deja, Paffert und Hand. Get ready, mate. It's hammer time. Green, green, green. Disappointing start. Let's get those places back. Come on, keep pressing him, force that mistake. The next car is Tombe. Pit window opens in 2 minutes. So, da bin ich wieder. Tornbay hat ja auch Probleme, sein Auto zu halten. Ich habe auch beim Anbremsen auf Kurven ein bisschen untersteuern, aber gleichzeitig auch viel übersteuern, teilweise beim Rausbeschleunigen, insbesondere Kurve 1, da merkt man es. Oh, und jetzt verbremst. Track limits, come on, keep it between the white lines. Glück gehabt, dass ich da meinen Platz noch halten konnte. Ja, nicht ans DRS gedacht beim Bremspunkt. Natürlich nicht schlau von mir. Boah, aber der Werner, der hängt jetzt hier mächtig am Arsch. Jetzt hat er nicht mal DRS. Na, da bekomme ich auch schon untersteuern. Man sieht es auch vorne ganz gut an den Leisten, dass die Vorderreifen schon wieder mehr abgebaut haben als die Hinterreifen. Die Anfangsphase ist immer sehr reifenmörderisch. Gott sei Dank bin ich jetzt mal besser durch den ersten Sektor gekommen. Und eine kleine Lücke zum Werner aufbauen. Und der Tom Bert anscheinend auch kein DRS.
window open. So, dann gucke ich, dass ich jetzt die erst bekommen. The guy ahead has just done a 124.5. You've just done a 123.7. Oh, und da vorne gibt's immer. Da hat der Tombay sich aber ziemlich verschätzt. In der Kurve, der ist ja mal komplett über die Loopstelle drüber geflogen. Aber ich sollte mich mal mehr auf meine Fahrweise konzentrieren, nicht das Geschick von mir kommentieren. Harte Zweikämpfe dazwischen den zwei Audis. Noch ein Ticken härter, als der Werner eben bei mir reingehalten hat. Das war ja auch nicht mehr feierlich da zwischen Markenkollegen. Und der Tombay hat extreme Probleme mit seiner Hinterachse hier in der Kurve. Was macht er? Er geht in die Box. Okay. Ich wollte nämlich auch gerade in die Box, aber hab gesehen, er geht. The next car is Rockefeller Extra. Ahead is pitting P5. Keep doing what you're doing. This is spot on. Sector 1 is 0.9 off the pace. Sector 2 is 0.4 off the pace. Sector 3 times quick. Your left front tire is running hot. Weil jetzt ist nämlich, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt dann für den Boxenstopp. Ich wollte abwarten, ob der Tombay draußen bleibt. Ich habe den Finger aber schon hier auf dem Boxenmenü-Knopf. Also ich wäre für alles bereit gewesen. Ich wollte auf jeden Fall halt nur anders gehen wie er. Ja, jetzt merke ich auch die Abnutzung an der Hinterachse. Kann aber beim Rausbeschleunigen mit mehr Vollgas geben. You're halfway home. Relax, focus, keep it smooth. Würde mich natürlich nur freuen, wenn wir die Plätze, die wir am Start verloren haben, die zwei, dann aufgeholt haben oder aufholen können jetzt durch die Strategie. Den Werner haben wir ja schon wieder. Tombay wäre dann der nächste, Rockefeller dann der erste reguläre Gegner auf der Strecke. Quasi startbereinigt. Window closes in 2 minutes. The leader, Vettoris, is pitting. So, jetzt habe ich nur meinen Boxenplatz nicht verpassen. Whitman is leading the race. Da ist er nämlich. Ja, okay. Whitman, ich bleib da einfach mal in dir. Kommen wir im Rockefeller noch nicht vorbei. Okay. Ich dachte, vielleicht können wir ihn kriegen, aber war doch zu eng. Vor allem ist hier Traffic vor mir. Meine Güte, mach doch mal hin. Okay, wir sind P7. Das heißt, den Tombay haben wir überholt. 5 minutes to go, 5 minutes left. Keep digging, this isn't over yet. Pit window closes in 1 minute. Bis jetzt bin ich mit der Strategie zufrieden. Wir haben unsere Plätze vom Start wiedergeholt. Und sind am Rockefeller wahrscheinlich in der DRS-Zone dran. Oh, aber da jetzt ein bisschen hat den Curb getroffen. The gap to Rockefeller in front is now 1.0. Dann müssen wir gucken, wie weit wir statt Ziel weg sind. Jetzt genau eine Sekunde. Brake temperatures are fine, mate. Pit window
window is now closed. Seventh position. Your time Schade. Is looking good. Es war wirklich genau eine Sekunde. Kurz hinter dem Zielstrich war es schon 0,9 Sekunden auf dem Rockefeller, also Tausendstel da nur weg vom DRS. Das ja hier auf der Strecke so wichtig ist, weil natürlich mit einem sehr flügellastigen Setup gefahren wird, weil die ganzen Kurven hier sind, wo man natürlich dann keine Zeit verlieren will. Und deshalb hilft das DRS auf den langen Geraden umso mehr. So, ich glaube, gleich schiebe ich nochmal das Mikro weg und gehe mal ein bisschen näher ans Dashboard ran. Ich glaube, das sollte ich nicht mehr machen. Oh, scheiße, die Wand. Sorry, Rocky. Das habe ich gemeint mit, wenn ich zu nah rangehe, habe ich eine unnatürliche Fahrposition. Scheiße. Ah. Ja, okay. So kann man auch Plätze gut machen. Hätte ich den nicht voll abgeräumt, hätte ich die Position zurückgegeben, aber so. Tut's mir einfach nur leid. Aber ich finde jetzt was fürs Best of nachher. Oh Mann. Sportlich nicht ganz fair. Aber auf jeden Fall freuen sich jetzt die Zuschauer an der Strecke. The gap to Rockefeller behind is increasing. It's now 1.9. Ah, guck mal, der Rockefeller ist aber wieder dran. Okay. Dann ist es nicht so schlimm. Ich dachte, ich hätte ihn vollkommen aus dem Rennen gehauen. We just had a warning for cutting the track. Ja, da hinten ist er. Okay. Da hat der mich aber auch ein bisschen überrascht. Ich bin davon ausgegangen, dass er so früh bremst. Ich will jetzt nicht sagen, dass es seine Schuld war, aber ich meine, die KI hätte den Runden früher ein wenig später gebremst als er. Last lap. The guy behind has just done a 124.0. Your left front's hot. Oh ne, der Fahrfuß, der hat auch nochmal einen kleinen Fehler gemacht. Reicht aber wahrscheinlich nicht mehr, um da nochmal einen Angriff zu wagen, der ist zu weit weg. Und links mal wieder die meisten Probleme. Reifentechnisch. The gap to Farfus ahead is now 1.4. Flags out, sixth place. Schade, wenn es dann noch eine Runde mehr gewesen wäre. Hätte ich da vorne vielleicht mal mitmischen können. B6, okay, that's the finish. Well done, mate. Ha. Okay, meine Front sieht aber nicht so sehr beschädigt aus. Eigentlich ist da fast gar nichts zu erkennen. Ja, geht. Das muss ich mir in der Wiederholung auf jeden Fall nochmal angucken, wie ich den Rockefeller da getroffen habe. Ob das einfach ein Missverständnis auf der Bremse war oder ob ich den da tatsächlich mit Vollspeed abgeräumt habe. Bei dem sieht es jetzt aber auch noch alles in Ordnung aus. Ja, jetzt sagt ihr mir nochmal guten Tag, gell? Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich zeig dir mir gerade einen Mittelfinger. Lassen wir mal fahren.
Lassen wir mal fahren. So, Glückwunsch auch an Ekström, Rennsieger. Gucken wir mal, wie das Ganze dann in der Übersicht aussieht. Ekström mit teures mit einem Mortara Fahrfuß ist wir. Fahrerplatzierung sind wir weiterhin auf Platz 5. Punktgleich mit Ekström. Und auch der davor 98 Punkte war noch machen wer Fahrfuß. Noch in Reichweite. Nach hinten Werland 72, der hat schon ein bisschen Abstand. Aber natürlich da auch noch alles drin. Jo, dann das nächste Rennen in Sanford. Das wird nochmal ein Klopper, bevor es dann wieder ins heimische Deutschland auf den Hockenheimring geht. Oh, der Tom Werder gibt uns auch nochmal mit. Wahrscheinlich sind die ganzen Audi-Jungs jetzt sauer auf mich. Naja. Also wie gesagt, nächste Woche Sanford. Hoffentlich dann mit weniger Crashs, aber genauso viel Action. Und bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, dürft ihr gerne eine Bewertung da lassen. Freue ich mich immer. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, nächste Woche wieder. Bis dann. Macht euch noch einen schönen Sonntag. Halt die Wurst hoch. Ciao.